Willkommen zurück, meine Freunde, auf dem Leuchtturm, auf der Spitze hier ganz oben, mit dem wunderschönen Ausblick. Das sieht da so ein bisschen aus wie Scheinwerfer da drüben bei dem Turm. Aber ich glaube, das ist der Leuchtturm, der sehr strahlenmäßig da nach hinten schießt. Sieht ganz lustig aus. Wir haben gerade eben hier ein Questlog-Update bekommen. Wir wollten nach oben, um ein bisschen einen Überblick zu bekommen über diese Situation. Und tada! Erster Punkt, das scheint hier der Stern zu sein. Und jetzt sollen wir den nächsten Ort finden, und zwar den Krieger finden. Hier ist ja nochmal die Stichpunkteliste gewesen. Jetzt erspäht den ewigen Wächter. Genau, unser Questlog sagt, finde den Krieger. Hinweise, nordwestlich vom Schrein am Tor des ewigen Wächters vorbei. Nordwestlich am Schrein. Schrein, wissen wir ja, wo der ist. Nordwestlich davon. Geht sein Tor und erreicht den Schrein. Wächter, ist das der da hinten? Moment, ich guck nochmal kurz in das Büchlein. Kann sein. Erreicht den Schrein. Weil er ist ja ewiger Wächter. Das ist ja hier so ein Typ, der steht da ja. Ja, da steht ja, erreicht den Schrein, nordwestlich steht der Krieger. Das heißt, wir können eigentlich direkt zum Schrein rüber und dann nordwestlich von dort aus, ne? Würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Machen wir das so. Dann führt mal den Weg. Ja. Was heißt Weg führen? Teleportieren, lol. Ich weiß nicht, ob das mit Teleportieren so einfach funktioniert. Oder ob man da nicht irgendwie die Quest durcheinander bringt. Ich weiß nicht, warum man sollte. Also laut Questlog steht ja, findet den Krieger, ne? Ja. Ja. So. Nordwestlich vom Schrein. Würde ich doof finden, weil da steht, umgeht sein Tor und erreicht den Schrein. Nordwestlich steht der Krieger, ja. Ich hoffe mal, dass man nicht die absolute Route komplett genau so laufen muss. Nordwestlich ist ein Krieger. Wo ist hier der Krieger? Hier, das Ding mit dem Topf drauf. Nein. Hier ist nämlich nur dieses in zwei gebrochene Schiff. Blick auch gerade nicht so wirklich durch. Ach, okay. Das ist dann die Statue hier. Gut. Gehen wir mal dahin. Ja, das ist der Krieger. Der ewige Krieger, ja. Krieger, der halt nicht älter wird. Ewig und so. Statue. Okay, macht Sinn. Geht von der Statue 45 Schritte nach Süden. Wollen jetzt auch noch, dass ich zähle? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nee, mach ich nicht hier weiter. Kein Bock mehr. Da ist doch hier ist ein Lager. Nein. Ich gehe einfach so lang weiter nach Süden, bis er mir das nächste Questlog-Update gibt. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass es eins gibt. Stimmt. Sollte, wenn es das nächste Questziel ist. Ja. Was wäre denn der nächste Schritt gewesen? Weil ich habe gerade einen Questlog bekommen. Linke Hand säumen Palmen den Blick, ja. Und wie geht's dann weiter? Palmen den Blick. Auf der Insel der Gesichter, Felsenfinger und so. Also hier sind, glaube ich, Palmen. Ja, linke Hand, die Palmen, genau. Gesichter? Und zeigen auf eine Insel, das heißt, eine der Inseln hier ist die Insel der Eisen. Eine von den Inseln da drüben, oder? Wo muss der Gesichter sein? Oh, Leck! Was? Das war ein heftiger Lag. Hui. Lalala, ich möchte gerne tauchen. Ja, das wäre cool. So, dann der nächste Hinweis. Wieso schwimmen die ESO-Charaktere eigentlich immer so linkslastig? So seitlich, ja. Vielleicht haben die irgendwie einen halblahmen Arm. Eisenherz! Ja! Folgt dem Felsenfinger durch das zerborstene Schiff. Felsenfinger! Ach, das ist der Felsenfinger. Okay, der da aus dem Boden ragt, ist ein Mittelfinger. Wo bist du? Wo hast du den Questlog bekommen? Nee. Ich habe noch gar nichts bekommen. Noch nichts? Ach so. Es klang gerade so, als hättest du den Questlog bekommen. Nee, ich folge einfach weiter den Hinweisen ohne Questlog. Jo. Ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Klar sind wir das. Wir haben bis jetzt ja auch keine Probleme gehabt. Oh, Glöckling! Pilze! Ach, du hast schon einen gesammelt? Ja. Mist. Ich bin jetzt schwer enttäuscht. Das hier? Durch das zerborstene Schiff. Zerborsten, zerborsten. Erstmal müsst ihr den felsigen Finger hier auf der Insel finden. Ja, hier lang, dann da lang. So. Genau. Der felsige Finger. Ach so. Alles und klar. Und hier ist es von Vorteil, wenn man die Grafikeinstellung, also die Sehdistanz auf Maximum gestellt hat, weil sonst ist es ein bisschen blöd, da sieht man da hinten dann den. Ja. Ich habe alle Einstellungen auf Ultra sowieso. Also ja. Alles to the max. Auch, also. Zerborstene Schiff findet das Steinschiff von Anker vor Anker. Okay, also. Da hinten ist auf jeden Fall ein Schiff. Ein Mast auf jeden Fall.
Jetzt waren wir vorhin bei dem anderen... Jetzt waren wir vorhin schon bei dem anderen Schrein unten und sind nochmal den kompletten Umweg gegangen, damit ja. Questlog aktiviert. Super. So sind Schatzsuchen nun einmal. Ja, das ist wie eine große Schnitzeljagd. Rune! Gegner! Hallo, habe ich sie eingesammelt? Nö. So. Sehr gut. So, wie geht's weiter? Sogar ein ganzes Goldstück. Durch das zerborstene Schiff. Also einfach mal durchlaufen, würde ich sagen, ja. Oder? Findet das Steinschiff vor Anker. So, wenn ich hier irgendwo unterwegs bin, dann ist es meistens schon besser, wenn man tatsächlich rauszoomt aus dem Charakter. Ja. Steinschiff vor Anker. Also muss draußen jetzt irgendeine Felsformation sein oder so. Also durch das zerbrochene Schiff. Das heißt nicht unbedingt direkt bei dir. Da ist das Schiff. Genau. Und jetzt sind wieder alle zurückgerannt. Oh man. Hier ist das Felsenschiff? Ja, sieht so aus. Was ist der nächste Hinweis? Erstmal eine Machtrune. Grabt unter den Blättern im Hafen des Schiffs. Jetzt haben wir auch wieder ein Questlog. Also hier hinten. Schlammkrabben. Die arme Leiche. So, okay. Blätter, hier müsst ihr. Wir haben es gefunden. Ach da. Oh cool. Ah, sehr gut. Unauffällig aufgewühlte Erde. Geile Truhe übrigens. Ich hab keinen E-Punkt. Ah, hübsch. Ich wette, so viele Goldmünzen sind da nicht drin. Ihr öffnet die Schatzkiste und... Ich kann hier nichts machen. ...enthüllt die in ihr verborgenen Reichtümer. Ich kann hier trotzdem nichts machen. Oh nein! Das war jetzt aber sehr bescheiden irgendwie. Hä? Hast du vielleicht einen Questlog verpasst oder so? Was hast du denn im Questlog stehen? Geht vor Statue 45 Schritte. Oh. Oh, dann hast du deine Questlog verpasst. Das habe ich doch gemacht. Ich bin doch mit euch mitgelaufen. Aber du hättest die ganze Zeit Questlogs, Einträge, Dingens bekommen sollen. Merkwürdig. Ich bin so, meine Finger. Macht's gut. Na gut, dann müssen wir jetzt als nächstes da nach Norden, ne, wieder zurück in die Stadt. Zu Kalen, ja, genau. Oder? Nee, und Rulon. Mit Rulon müssen wir auch noch sprechen. Ja, bei Rulon die Dremer-Zahnräder abgeben, genau. Und dann noch gesamt die Quest abgeben. Und ich glaube, dann sind wir mit dem Startgebiet schon fertig im Prinzip. Ah, sehr gut. Also mit dem ersten Startgebiet, es gibt ja zwei. Ja. So, von hier aus nach Süden. Kurz gucken, wie das Schnellreisen rausgezoomt aussieht. Oh, schön. Du willst eigentlich das ganze Gold, das wir durch die Schatzsuche bekommen haben, wieder für Schnellreise ausgeben? Ja. Wir haben ja durch die Schatzsuche auch Skill-Ups bekommen. Ja. Von daher. Kriegt das nicht. Jetzt hier. Boah. Ich weiß es gar nicht mehr ab wo. Du musst vom Krieger aus direkt nach Süden laufen. Ja, ich hab's gerade. Ja? Achso, okay, gut. Jetzt muss ich noch die Insel der Gesichter. Gesicht. Gut. Wo ist die nächste Quest? Hier. Dann würde ich sagen, du gibst das nochmal kurz ab und machst das hier fertig und dann machen wir direkt hier gleich weiter an dem einen Typen da. Genau, dann warten wir, bis er von der Facebook-Insel zurückkommt. Genau. Facebook! Aha, haben die auch eh so schon gekauft? Also, Stone, wie ich deinen Kanal kenne, kam jetzt ein typisches Geräusch. Hä? Ja, natürlich. Während du das nachholst, macht Tiba erstmal hier ordentlich Sit-Ups. Training ist wichtig. Oh, Tiba schreit da schon rum. Private ist auch wieder da. Hier, ich habe gerade eben mein Inventar durchsortiert, während er die Quest nachgeholt hat. Guckt mal, was für eine geile Kapuze ich habe. Schön stylisch, passend zum Rest. Jetzt hat sie zwar nicht mal so ganz die Haare schön, aber man hat in ESO auch die Option, Hüte ausstellen zu können. Hüte und Helme und so weiter. Vielleicht machen wir das irgendwann, aber jetzt fühle ich mich erstmal gerade so magisch. Gut, geben wir die Quest ab? Ja. Gut. Oh, hier ist ein Joel. Ja? Habt ihr etwas für mich? Ich habe etwas gefunden, das euch interessieren könnte. Genau das, was meine Sphäre braucht. Gebt mir nur einen kurzen Augenblick und legt dann den Schalter da drüben um. Ich werde warten. Aktiviert die rostige Sphäre. Ah, gut, das sollte... Demosphäre. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Das Ding geht bestimmt auf uns los. Haben wir jetzt den Hebel? Hebel? Hallo? Man weiß nie, was passiert, wenn man mit Wemer-Geräten arbeitet. Ach ja? Zum Beispiel nichts. Das kann auch passieren. Man kriegt Stromschlag oder was? Weiß nicht. Ich glaube, er hat Angst.
Angst davor, dass irgendwas Schlimmes passiert. Versteckt sich schon mal. Okay, willst du noch irgendwas probieren, oder? Jetzt leg den Schalter um. Ah. Mal sehen, was okay. Wo willst du hin? Oh, okay. Boah, cooles Schwert hat diese Sphäre, aber irgendwie... Ja. Was macht das Vieh? Oh, was macht es? Hä? Schlägt um sich? Hä? Fährt wieder zurück und fährt wieder ein, oder was? Das ist mal eine brauchbare Dwemer-Erfindung. Ich muss schon sagen, meine Forschung hat nicht oft solch spektakuläre Ergebnisse. Höchst erfreulich. Die Armbrust ist ja mal cool. Hübsches Design auch von dem Dingens. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe das letzte Mal das Vieh in Morrowind gesehen und da hat sich schon einiges hier geändert. Auf Skyrim natürlich auch nochmal, aber mir gefällt das. Die ganzen Details hier, auch die Zahnräder und so. Das perfekte Fressen für alle Steampunk-Fans. Okay, roll on. Die Forschung ist immer für eine Überraschung gut. War das gut? Ich bin verblüfft, dass es überhaupt geklappt hat. Aber dank euch habe ich heute erstaunliche Fortschritte gemacht. Neramo wird begeistert sein. Bitte nehmt dies für eure gute Arbeit. Ah, was für Stone. Ja, leider habe ich schon eine bessere Robe hier. Ein schönes Gewand. Gefunden. So. Nein, ich kann die Quest nicht abschließen, mein Inventar ist voll, ich muss irgendwas zerstören. Oh mein Gott. Wie habe ich 41,60? Ja, ist gut. Ich will mein nächstes Level up haben. Ich hoffe, das ist denen hier klar. Ich habe noch diese ganze seelenberaubten Rüstung, die kann ich wegwerfen. Ja, die würde keiner abkaufen. So, jetzt haben wir soweit alle Quests gemacht, jetzt fehlt nur noch die Hauptquest. Ja. Ja. Ich wollte gerade irgendwas nachsehen, aber ich kann mich nicht erinnern, was es war. Wo ist denn hier eigentlich der nächste Händler? Ach, ich verkaufe den ganzen Kram einfach. Nach der Aufnahme muss ja niemand sehen. Wollen wir zuerst mit Lambor reden? Okay. Machen wir. Heda, der Kapitän sucht euch. Warum? Was ist los? Dank eurer Arbeit können wir mit dem Ding loslegen. Wir haben sogar ein paar zusätzliche Seeleute, die lautstark fordern, sich unserer Mannschaft anschließen zu dürfen. Ihr solltet oben mit dem Kapitän sprechen. Gut, ich werde gehen und mit dir sprechen. Die Spitze der Spitze. Die da drüben sind Abschaum. Sie locken einfach nur Schiffe auf die Felsen und plündern die Wracks aus. Was ist denn hier los? Ach so, die... Ah, die schon wieder. Die sitzt nur gemütlich da. Ich dachte gerade eben, der würde es schlecht umgeschlagen. Gehen. Ja. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr jemanden gefunden, der uns bei diesem Beutezug helfen kann? Wir kommen voran. Ha! Ich wusste, dass ihr es schafft. Wer braucht schon die alte Mannschaft, diese Verräter, wenn ihr uns helft? Quest abschließen. Yay! Aber in einer sehr guten Situation scheinen sie nicht zu sein. Nicht nur, dass sie keine Mannschaft haben oder hatten. Die Kleidung von denen sieht gerade auch nicht unbedingt so berauschend aus. Und die haben auch ziemlich viele Ratten hier. Vielleicht sind das bloß Haustiere, Mensch. Genau, das wird's sein. Klar. So. Da stehen sie alle, Jakan. Kalin. Derisa. Oh, ja. Und wir haben eine legendäre Mannschaft. Höchste Zeit, Geld zu verdienen, nicht wahr? Jawohl, was jetzt? Jetzt können wir mit der echten Herausforderung beginnen, dem Beutezug. Das Ziel ist Bosek. Dieser schleimige Bastard wird endlich bekommen, was er schon lange verdient hat. Wir werden ihm seine Transportlogbücher stehlen. Seine Transportlogbücher? Wirklich? Seine Transportlogbücher sind der Schlüssel zu einem Vermögen, meine Freundin. Darin sind Aufzeichnungen über jedes Schiff, das hier angelegt hat. Jede Ladung, die hier gelöscht wurde. Und jedes bisschen Schwarzgeld, das Bosek eingestrichen hat. Wie macht uns das reich? Diese Aufzeichnungen sind ein Vermögen für König Faharajat wert. Sie sind der schriftliche Beweis, dass Bosek die Befehle des Königs missachtet und nicht damit aufgehört hat, bretonische Handelsschiffe zu überfallen. Wenn diese Papiere in seinen Händen sind, kann der König drohen, Bosek zu vernichten, falls er sein Treiben fortsetzt. Der König hat eingewilligt, euch für sie zu bezahlen? Auf jeden Fall. Sein Gesandter steht jetzt schon am Dock und wartet. Sobald wir ihm die Transportlogbücher aushändigen, gibt er uns ein Vermögen in Gold. Das Problem wird nur sein, in Boseks Palast zu gelangen, um die Logbücher zu stehlen und wieder mit ihnen dort rauszukommen. Das ist eure Aufgabe. Und wie mache ich das?
Als erstes müsst ihr euch die Verkleidung eines Dieners besorgen, um in den Palast zu kommen. Die Papiere in der Kassette sind in der obersten Etage. Bosek hat den einzigen Schlüssel. Schüttet dieses Pulver in sein Getränk, dann schnappt euch den Schlüssel. Und dann? Die Kassette wird ständig bewacht. Die Wache ist zwar nicht allzu helle, aber der Mann wird trotzdem Alarm schlagen, wenn jemand versucht, die Kassette zu öffnen. Kümmert euch unauffällig um ihn, ohne Blutvergießen. Bis ihr mit den Papieren zurück seid, haben Lambor und ich das Schiff fertig zum Ablegen gemacht. Alles klar, ich bin bald wieder zurück. Friede, Meleril. So. Oh, wir können es mit allen reden. Oh, wow, okay. Was? Ja, warum? Das ist jetzt ein Teil der Belohnung dafür, dass wir die alle rekrutiert haben. Die können uns jetzt helfen. Ach so. Ah, nur einer oder können wir alle mitnehmen? Alle drei. Es gibt ja drei verschiedene Stadien und jeder kann uns mit einem anderen Stadium aushelfen. Ah, cool. Okay. Ich rede mal mit Neramo kurz, hallo. Dann kann jeder einen anderen vorlesen. Das ist faszinierend. Okay. Wusstet ihr, dass die Dwemer Geräte zum schnellen Zerkleinern von Obst hatten? Oh, Neramo, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Ich kann vielleicht meine Hilfe bei der Wache anbieten. Ihr wollt lautlos mit ihm fertig werden, richtig? Wie sieht eure Idee aus? Ich habe dieses Gerät aus Shepper ausgebaut. Wenn man es drückt, löst es einen betäubenden Schock aus. Wenn ihr es für mich testen würdet, vorzugsweise am lebenden Objekt, wäre ich euch sehr dankbar. Okay, ich nehme das Angebot gerne an. Danke, Neramo. Lasst mich wissen, falls es noch irgendwelche Nachwirkungen gibt. Vor allem Zuckungen. Ich bin recht interessiert an diesen Zuckungen. So. Habt ihr okay. Auch mitbekommen, was er gesagt hat? Ja. Okay, sehr gut. Dann, wen machen wir als nächstes? Ja, schönes Schockgerät. Ja. Ich würde sagen, bei dann kannst du Jakan machen, oder? Ja, dann mache ich Jakan. Gut. Ein herrlicher Tag für eine Bootsfahrt, nicht wahr, meine Freundin? Besonders, wenn ich dadurch von diesem Felsbrocken hier wegkomme, bevor Bosek mir den Kopf abschlägt. Jakan, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Bosek hat den Schlüssel immer um den Hals. Das wird ein Kinderspiel, ihn zu stehlen. Ich hole den Schlüssel von Bosek. Trefft mich hinten. Klingt gut, Jakan. Holt eure Verkleidung und trefft mich hinten. Überlasst Bosek mir. Leppvoll. Guti. Okay, und dann fehlt noch Larissa. Wir sind ja ein ganz schön bunter Haufen, nicht wahr? Was haltet denn eigentlich von Kapitän Kailins Plan? Sie hat recht. Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um auch nur in die Nähe von Bosek zu kommen. Zum Glück habt ihr mich. Gebt mir nur Bescheid und ich kann dafür sorgen, dass beim Palast die Kleidung eines Dieners für euch bereit liegt. Na, Full Service, danke Larissa. Nehmen wir gerne an. Mit Vergnügen. Trefft mich draußen vor dem Palast. Ich werde etwas Besonderes für euch aussuchen. Jo, lebt wohl. Oh, das hört sich doch mal nach einer interessanten Quest an. Auf jeden Fall ja. Sehr komplex. Mehrere Zwischenschritte und alles Mögliche. Ja. So, beziehungsweise jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Oh mein Gott. So viel tatkräftige Unterstützung. Ich habe auch gerade eben Augäpfel und Gebisse von innen gesehen. Ja. Gleich die ganze Packung. Ich gucke gerade. So, da. Besorgt euch eine Dienerverkleidung. Das ist unser nächstes Ziel. Da ganz und hinten. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Dann machen wir diese coole Quest einfach das nächste Mal. Wir schleichen uns herum, werden ein bisschen vergiften, Loks holen und dann werden wir hoffentlich mit unsagbaren Schätzen belohnt. Ja, Reichtümer für uns. Sehr schön. Gold und Macht. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde.